Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einem Part von The Legend of the Twilight Princess HD. Oh, hier geht's ja eine Treppe hoch. Cool. Wir gucken uns mal in diesem Haus um. Ist das Ilias Bereich? Sie hat natürlich ein extra Zimmer, nicht so wie jeder andere. Mit einem whatever. Einem Bett. Sie hat ein. Die haben ein Bett. Aus Holz. Okay. Na gut. Ich dachte schon, die richtige Ben. Aber voll gut. Ich habe letztens... ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll. Oh, Schuhe. Sandalen natürlich. Und Schuhe. Okay, irgendwas ist gerade wieder übers Fenster geflogen. Und es klang nicht wie ein Vogel. War das eine Fledermaus? Als ob. Also es ist schon dunkel, aber... als ob. Die fliegen doch nicht so nah, oder... keine Ahnung, egal. Oh, schon noch Regeln, ja. Hey, die Regeln sind 1 bis 3 von rechts nach links. So wie Japaner lesen. Okay, warte. Aha. Ist das ein Vogelhaus? Irgendwelche mathematischen Formeln durchgestrichen? Nein, keine Ahnung. Irgendwas halt. Ich weiß es nicht. Na gut. Okay, dann öffnen wir mal die Truhe und lösen dieses Rätsel. Und plötzlich wird es dunkel. Woho! Du erhältst Eisenstiefel. Mit diesen Stiefeln wirst du schwer, dass selbst ein Gorone dich nicht umhauen kann. Wie du siehst, sind diese Stiefel aus solidem Eisen gefertigt. Wenn du sie trägst, wird auch ein Gorone dich nicht so leicht umhauen können. Zieh sie unbedingt an, bevor du es mit einem Gorone zu tun hast. Erzähl aber keinem davon. Vor allem Leonard darf unter keinen Umständen etwas davon erfahren, klar? Okay. Wieso ist das so ein Geheimnis? Na gut. Ich kann es doch verstehen. Obwohl, ich will lieber das so und das auf der... Hupsala. Auf der Schulter hat das. Warte mal, was steht da? Ups. So. Okay. Also schwere Stiefel aus Metall. Ich dachte Eisen. Lege sie auf Y, X oder R, um sie anzuziehen und dein Gewicht steigt enorm. Du kannst sogar unter Wasser gehen. Ja. Jetzt habe ich das Bedürfnis, die Information zu jedem Gegenstand zu lesen. Zu lesen. Zu lesen. Ach, egal. So. Schleuder. Die Schleuder ist das eindeutige Lieblingsitem der Kinder. Toll. Lege sie auf Bla, um entfernte Objekte zu beschießen. Wähle, verwende L oder H, um zu zielen. Visierst du ein Ziel mit Hilfe von ZRL an, triffst du eine mit größerer Präzision, Alter. Eine einfache Angel zur Verwendung. Ich habe irgendwie Vergewaltigung gelesen. Keine Ahnung. Mit einer Pose. Was? Eine einfache Angel zur Verwendung mit einer Pose. Mit einer Pose? Das ist, also so eine Formulierung habe ich noch nie gehört oder gelesen. Hä? Ich verstehe auch nicht, was das sagen soll. Lege sie auf Bla und wirf sie an Gewässer aus. Versinkt der Schwimmer, ziehe den Fisch mit Hilfe des entsprechenden Knopfes an Land. So, ich kann heute wieder, also immer noch nicht lesen. Es ist immer noch derselbe Tag. Warte, ach, ich drücke sowieso immer den... nein, falschen Knopf. So. Sie erleuchtet die Dunkelheit und ist deshalb so unverzichtbar. Lege blablabla, lege sie auf blablabla und lass sie scheinen. Hierfür benötigst du allerdings Lampenöl, um die Lampe zu löschen. Die Lampe zu löschen. Bleibe, drücke, entfernen. Nein, bleibe stehen und drücke A. Lege diesen Bumerang auf, um ihn zu werfen und alles um dich herum aufzuwirbeln. Drücke ZR an den Stellen, an denen du beim Zielen erscheint, um bis zu 5 Ziele ins Visier zu nehmen. Dieses Öl lässt deine Lampe heller strahlen. Lege Lampe
Lege Lampe und Flasche auf X, Y oder R und verwende das Öl, um es nachzufüllen. Okay. Na gut. Leider wird die Flasche nicht an sich beschrieben, sondern das, der Inhalt darin. Was natürlich logisch ist, aber was soll's. Wenn sie leer ist, gucken wir mal. Mal gucken, ob wir hier jetzt das... Los, rein da. Da ist doch jemand drin gewesen. Wer ist das? Der Postbote. Hier schreibt er... Schreibt er die Briefe? Schreibt er die Briefe? Schreibt er die Briefe? Ist er Linkshänder? Er ist Linkshänder? Nein, er liest nur. Okay. Dieser Brief ist ja völlig unleserlich. Den kann man ja nur noch an die Ziegen verfüttern. Hat er jetzt pro... Also er ist an verschiedenen Orten. Hat er jetzt immer einen Spruch drauf. Ich glaube nicht, dass das früher so war. Ich weiß es nicht. Habe nicht drauf geachtet. Aber auf jeden Fall wäre es cool, wenn er seine... Also Sprüche hätte. So, was hast du zu sagen? Erstmal ohne Epona. Mal gucken, ob er was Bestimmtes macht. Mitch! Ist es also wahr? Die Kinder sind in Sicherheit. Aber wieso ausgerechnet in Kakariko? Na, darüber muss ich mir wohl jetzt keine Gedanken machen. Du bist wirklich ein toller Kerl. Ich will dich heiraten, aber das ist hier nicht erlaubt. Ich stelle mir gerade vor, wie sie sich alle gefreut haben müssen. Ich hab's noch keinem erzählt. Was? Spaß, ich hab's jedem erzählt und du bist der Letzte, der es erfährt. Aber du hast ja auch gar keine Kinder, deswegen ist das auch vielleicht sinnvoll. Ah, Mild und Epona hast du auch gleich mitgebracht. Also, wie sieht es aus? Lust, nach langer Zeit mal wieder die Ziegen in den Stall zu treiben. Wenn Epona dir hilft, bist du nun fertig. Machst du's? Ja klar. Ist scheißegal, welche Uhrzeit. Hauptsache, die Ziegen kommen rein. Also gut, heute bist du der Chef auf der Weide. Ich bin immer der Chef auf der Welt hier. Jetzt sind es nämlich 20. Ich glaube, am Anfang waren es 10, dann 15. Und für das Headset sind es 20. That's okay. Und ja, es ist komisch, dass ich erst quasi so spät bemerkt habe, dass man Epona ziemlich schwer lenken kann. Oder ich habe es schon angemerkt und ich habe es schon vergessen, aber... Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Ja. Nein, du Kackvieh. Hier. Los, dreh dich um. Dann nicht. Ah ja. Ich weiß gar nicht, was die Zeit ist, die man brauchen kann. Ich habe übrigens das Lösungsbuch auch zu Hause. Also im Notfall kann ich auf jeden Fall alles nachschauen. Ich glaube, da stehen sogar wirklich... Shit. Da stehen, glaube ich, sogar wirklich alle Kisten, die es gibt auf der Welt. Also so detailliert ist dieses Buch. Yeah. 1:20. Wetten, man braucht genau 1:20 für das Herz und die 3 Millisekunden. Oh. Wunderbar, Matt. Gerade mal 1:20. Tolle Zeit. Dank deiner Hilfe bin ich viel schneller fertig als sonst. Ach so, deine Belohnung. Hier. Damit du noch stärker wirst. Ich weiß, du kannst es brauchen. Yeah, und unser erstes Herzcontainer ist voll. Unser erster. Und damit haben wir ein Herz mehr. Dank deiner Hilfe bin ich heute eher mit der Arbeit fertig. Danke, Matt. Bitte. Stellst du uns diesmal nichts auf? Dank deiner Hilfe bin ich heute mehr... Matt. Dank deiner Hilfe bin ich heute Matt. So. Diesmal hatte ich aber keinen Bock, alle Ziegen zu streicheln. Die haben es nicht verdient. Aber okay. So. Hey, wir können mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn ich... Warte, das muss ich euch gleich zeigen hier. So, wir sind hier fertig. Können weg. Wir haben die Stiefel. Somit können wir Geron bezwingen und... Ja. Jetzt gehe ich aber noch kurz nach Hause. Bevor ich das mache, benutze ich aber das Öl einfach voll verschwenderisch. Weil ich gleich sowieso nochmal Öl kaufe, so. Genau. Und so, dann machen wir das wieder zack, zack von mir aus oder so. Und, achso, genau. Jetzt,
Eine leere Flasche. Lege sie auf. Du kannst in verschiedenen. Ihr. Was? Du kannst in ihr verschiedene Flüssigkeiten aufbewahren. Okay. So ist das also. Gut, ich glaube, zu Hause es hat sich jetzt nicht viel geändert, aber wir gucken trotzdem mal. Weil mich wundert es, wo dieser Typ ist. Er war verletzt. Wo soll er sein? Das ist sehr, sehr merkwürdig. Merkwürdig. Also, ich vermute auch nicht, dass er bei mir zu Hause abhängt. Das wäre ein bisschen creepy. Aber, okay, da oben ist er schon mal nicht. Vielleicht ist er im Keller und hat Angst. Ich weiß es nicht. Schade, dass man hier keine... Nichts... Nee, komm, hier ist er nicht. Als ob er hier ist. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Leiter? So. Aber, wo ist er? Ah, oder? Ist er... Wo ist er? Ach! Okay, ich weiß, wo er ist. Ich hab's vergessen. Okay. Ja. Oh. Interessant. Aber es wird halt nicht erwähnt, dass er verschwunden ist oder so. Oder dass er weggegangen ist. Das ist halt das Komische. Aber sonst würde es einen spoilern natürlich. Weil er kommt später hundertprozentig nochmal vor. Das habe ich auch wahrscheinlich nicht so vergessen, sondern eher gedacht. Also ich wusste nicht genau... Wie, wann und warum er verschwindet. Oder, ja, er wie und wann. Dass er verschwindet, ist klar gewesen. Aber gut. Egal. Jetzt wissen wir Bescheid. So, ich hole jetzt einfach mal... ich tue dem Typen hier gleich einen Gefallen und kaufe für 100 Rubine diese scheiß... Alter, meine Stimme gibt den Geist auf. Das Kacköl ab. Einfach dann können wir wieder... Also... Können wir wieder Rubine sammeln, was ganz gut ist. Und wir tun dem Typen einen Gefallen. Warum nicht? Kann man ja mal machen. So. Und spring über ihn! Ach, schade, das geht nicht. Na gut. Walze Öl. Nachschub kaufen. Oder entweder 100 Flasche Öl, ja. Vielen Dank, hier nimm. Du erhältst eine Flasche mit Öl. Okay. Bin ich echt gespannt. Ist es jetzt eine ganze Flasche? Oh, was zum Schreien ist toll, oder? Naja, in letzter Zeit treiben sich viele Ungeheuer drin rum. Wohin man auch geht, es wird immer schlimmer auf dieser Welt. Tatsächlich eine zweite Flasche. Ich bin so ein Honk. Na gut. Egal, jetzt haben wir die zweite Flasche. Cool. Hat sich gelohnt. Hey, was ist das? Das ist so komisch. Man kriegt so am Anfang gleich zwei Flaschen. Das ist ja merkwürdig. Gut, dass ich es gekauft habe. So. Aber dass Epona so schwer ist, ist schon ein bisschen scheiße. Muss ich schon gestehen, aber naja. Oh. Hallo, Insekt. Dich sammle ich ein. Nashornkäfer männlich gefangen. Sein goldener Körper erfreut jeden Insektenliebhaber auf dem Ausrüstungsbildschirm zu sehen. Okay. Ja, ich glaube, es war so, dass Männchen und Weibchen eigentlich nicht so weit voneinander entfernt waren, beziehungsweise immer so als Gegenstück irgendwo in der Nähe waren. Beziehungsweise eben nicht in der Nähe, sondern aber auf jeden Fall auf einer ähnlichen... Lasst mich in Ruhe. Auf einer ähnlichen Umgebung, sag ich mal. Komm, hau ab! Hui! Waren die hier? Aber die kann man echt erst sammeln, nachdem man Kakariko war und Epona bekommen hat, oder was? Naja, wo war denn der zweite? Keine Ahnung, ob er hier war oder vielleicht doch einen Ort weiter, sag ich mal. Wir reiten einfach mal herum. Aber es ist schon praktisch, dass wir einen gefunden haben. Und die glänzen auch sehr schön. Sehr deutlich auch nachts, weil die halt golden sind. Oh, das ist sehr schön. Ich liebe es, dass man so viel sammeln kann. Das ist so toll. Ich liebe Sammlein. Sammel! Okay. Hau ab. Ich habe keinen getroffen. Stirb. Ach komm. Okay, vergiss es.
Oberrang, du wirst uns niemals einholen. Ein Rennen gegen die den Wind. Los, Epona, du bist schneller. Du bist schneller, Epona. Du bist schneller. Du bist schneller als der Wind. Das ist echt geil. Lol. Epona, du schaffst das. Oh. Scheiß Vogel, lass mich in Frieden. Nein! Lauf! Ach, kacke, das ist ja gar kein anderes Gebiet mehr. Ich dachte, es schwenkt so um. Ach, schade. Das ist aber lustig, ey. Das ist echt lustig. Okay, hier müsste auch ein Käfer sein irgendwo. Ah, da ist einer. Okay, so weit runter kannst du nicht springen, gut. Das war aber gerade lustig. Was passiert, wenn man den nicht einsammelt? Ach, egal, man hat den dann trotzdem natürlich. Der verschwindet nicht einfach, der Boomerang. So, was bist du? Kellerassel, männlich gefangen. Haben wir bisher nur männlich gefunden. Ihr goldener Körper freut jeden Insektenliebhaber. Das steht immer dasselbe. Immer dasselbe, das macht doch keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Okay, natürlich macht es Spaß. Auch wenn da immer dasselbe steht. Es ist trotzdem toll. So. Hier kann ich mir aber vorstellen, dass hier irgendwo noch das Gegenstück ist. So komischer Fels, der auffällig aussieht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dieser Nashornkäfer hier irgendwo ist. Ja, ja. Man weiß nicht, wieso. Was ist hier? Nichts. Das ist aber gut, dass sie relativ auffällig sind. Okay, da ist ein Herzteil. Das merken wir uns mal. Aber kommt man nicht mit dem Ding hier ran? Lol. Hallo, Herzteil. Cool. Ich glaube... Das andere, was da ist, ist nur... Hä? Achso, ich wollte gerade sagen. Ist nur für die Kiste, aber... Okay. Das Herzteil kriegt mir so. Hä? Was rede ich denn? Das Herzteil kriegen wir so. Gut. Das ist doch prima. Also ich habe nicht alle auswendig im Kopf oder so. Kann also sein, dass ich mal umherirre. Mal schauen. So, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ich will eigentlich nicht jedes einzelne Herzteil nachschauen oder sowas. Ich will einfach so viele sammeln, wie es geht, bis ich nicht mehr weiter weiß und dann nachgucken. Was aber ein Nachteil ist. Ja, Kellerasse weiblich gefangen. Was natürlich ein Nachteil ist, weil man dann im Nachhinein schwer sagen kann, welche man jetzt schon gehabt hat und welche nicht. Aber ich glaube, ich sollte mir das einfach jetzt schon mal aufschreiben, damit ich das dann später vergleichen kann mit irgendwas. Mit einer vollständigen Liste. Ja. Joa. Schau ich mal, ob hier irgendwo der Nashornkäfer ist. Stirb. Ja. Ist zwar nicht gestorben, aber... Was ist hier? Was ist hier denn? Ein Fels. Okay. Dann ist hier wohl nicht der Nashornkäfer. Na gut. Ah, pisch. Aber voll krass, wir haben schon 4 Käfer. Voll krass. Oh. Ich schätze mal, der Nashornkäfer... Okay, hier ist eine Kiste. Der Nashornkäfer wird wohl auch eher... Den Ort hier müssen wir uns merken. Wird auch eher an einem Baum sein, denke ich. Das sah so aus, als ob die da wohnen. Als ob das ihr natürliches Gebiet wäre. So, zack. Was passiert jetzt? Hoffentlich nichts. Nein, es sieht schon nicht aus wie eine Cutscene oder so. Nee. Es sind immer diese... Also, es ist voll krass, wie viele Events hier sind. Aber es ist echt cool. Hm? Die müssten ja echt 2 Millisekunden vor uns gewesen sein. Er rennt weg und sie bleibt stehen. Oh. Hä? Ha. Oh mein Gott, er ist so mutig. Oder ich meine, ja, er ist so mutig. Schubs. Das hat's voll gebracht jetzt. Der dritte von aus der Reihe hätte sie voll zertrampelt jetzt.
Ah, er hat ihn gefangen. Ach, genial. Das war Epona, das war Epona. Und Link, der sofort bereit ist für den Kampf. Er hat gar nicht gesehen, was passiert ist, aber trotzdem weiß er Bescheid. Wegen der Musik, weil die bedrohlich war. Voll praktisch. Voll praktisch. Wenn es wirklich so eine Musik gäbe, dann wüsste man sofort immer, was abgeht. Oh mein Gott, wir müssen uns beeilen! Wir müssen uns beeilen! Wir müssen uns beeilen! Hätten wir eigentlich hierher gekonnt beim letzten Mal? Also bevor wir in die andere Richtung geritten sind? Egal. Jetzt sind wir hier. Hallo. Oh mein Gott, am Spieß. Colin am Spieß. Lecker. Warum tut er das? Ich meine, wozu entführt er die scheiß Kinder, damit er sie wieder freilassen kann? Warum? Warte mal, was? Damit er sie freilassen kann, um sie dann wieder zu entführen. So rum. Ist doch Schwachsinn. Oh mein Gott. Wir haben Pfeil und Bogen. Oh, voll krass. Unser Erzfeind, der uns wirklich geschadet hat. Unser erster Gegner quasi ist es. Der überhaupt aufgetaucht ist. Alter, ich kann nicht lenken mit Epona. Stirb, du Penner! Ist doch egal, ob Colin dabei stirbt, aber Hauptsache du verreckst. Mach deine Rüstung kaputt. Ja, komm. Aua. Hört auf, mich zu nerven. Ich habe schon 3/4 Herz verloren. Ja. Kann ich... Natürlich kann ich... Huch. Ich kann sie verwirren mit meinem Wind. So. Oh, ich habe keinen Nachschub mehr. Ach. Sterbt alle. Oh, ich habe das arme Wildschwein getroffen. Oh nein. Kann ich dich verwirren? Ach komm. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich verrecke hier. Ich mache deine Rüstung kaputt. Und es interessiert dich nicht. Ne, du rennst einfach nur weg. Was für ein Kacknuch. Er ist wohl doch nicht so stark wie gedacht. Yes. Ist das Blut? Nein, natürlich nicht. Es wird rot. Los, Epona, wir müssen das schaffen. Ich glaube, der Part ist vorbei. Egal. Das machen wir noch. Wir werden jetzt 2 riesige Parts. Yeah. Okay, das wird jetzt bestimmt super. Schweinchen. Ich will dem Schweinchen gar nichts tun. Ich glaube, das war so ganz praktisch, dass man versucht. Ich glaube, der cheatet sich auch noch. Dass man. Okay, tschüss. Oh, Epona ist auch fast runtergeflogen. Alter, ich weiß noch, im anderen Let's Play bin ich hier echt draufgegangen, das weiß ich noch. Ich habe das immer so gemacht, dass man eher am Rand. Ich war gerade beschäftigt mit Lesen! Okay. Was stand da? L und R ausweichen. Also nach L, den L-Stick zum Ausweichen benutzen. Und B schneiden. Schneiden heißt das. Okay. Schneiden. Ich schneide ihn. Nee, es war so. Dass. Also ich habe das immer so gemacht, dass ich ihn halt erst auf eine Seite gepackt habe. Dann ausgewichen und dabei. Das geht nicht mehr. Scheiße. Er dreht automatisch um. Dreh um! Ich glaube, er wartet auf mich, also. Mann! Ich hasse das. Vor allem, ich kann nur noch 2-mal runterfliegen. Ich will dich schneiden! Alter.
Kann ich irgendwie was benutzen, um ihn... Das ist irgendwie komisch. Kann ich irgendwas benutzen? Ich habe Angst, dann selber... Nee. Oh Gott. Dreh dich um. Dreh dich um! Okay, wieso bin ich so unter Zeitdruck? Der rennt nicht los, ehe ich mich umgedreht habe. Oh Gott, ich bin schon wieder fast. Nein, oh, wie soll ich? Ich schlag zu früh zu, aber ich habe Angst. Warum braucht er so ewig? Ich verstehe das nicht. Ja, später zu hören, ja, ja. So muss das sein. Okay. Vor allem, er haut... Okay, tschüss. Ja, das Schwein ist gerettet. Und Colin auch, natürlich. Ich habe an Colin gar nicht gedacht. Ich dachte irgendwie ernsthaft, wir schmeißen beide runter, aber dann wäre Colin ja wirklich tot. Ups. Yeah. Yeah, wir sind super cool. So sieht ein Welteroberer aus. Super cool. Hm? Oh, das ist das Gesicht, was man sehen will, wenn man aufwacht. Matt. Und die anderen? Tja, wie würdest du dich jetzt fühlen, wenn Colin gestorben wäre, hä? Sie hat in ihrem Rucksack ein Kuscheltier. Dann ist ja gut. Betty, entschuldige, ich wollte dich nicht schubsen. Oh ja, ich bin voll das Opfer. Sie hat nicht mal was dazu zu sagen, diese dumme Scheißkuh. Ich habe es jetzt endlich verstanden. Papa hat mir immer gesagt, dass ich ein starker Mann werden will. Was? Papa hat immer gesagt, ich soll ein starker Mann werden, so wie du. Aber dafür brauche ich erst noch... Es geht aber nicht nur um Kraft, sondern um Ohrringe. Ich meine Mut. Matt, du hast mich gerettet, oder? Nee. Wer sonst, ey? Klar. Unglaublich. Wieso redest du die ganze Zeit? Du hast nur unglaublich gesagt. Matt, du könntest sicher auch den Goronen in ihrer Mine helfen, oder? Wieso weißt du davon? Ja, ja, jetzt sorgen sich alle wieder. Oh, Spastis. Ich hasse diese verkackte Kinder, ey. Verkackte Kinder. Okay. Danke fürs Tragen, Leonard. Du bist nutzlos, du Kackpenner. Taro, was leistest du schon, außer dich in Schwierigkeiten zu bringen? Boah. Schöner Anblick. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden, was das aufs Thumbnail kommt. Entweder wir sind der Master auf der Welt oder das hier mit dem Todesberg. Hm. Wir heilen uns nicht. Wow. Wir heilen uns nicht, wenn wir durch diese... Warte, ist das überhaupt... Ja. Lol. Ich glaube, früher hat man sich geheilt, wenn man mit Epona durchgeritten ist. Cool. Okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Epona ist wieder da. Wir sind... Oh, das ist so knuffig. Guck, ich hab schwere Stiefel und jetzt steige ich auf dich drauf. Ha. Oh, schade. Ich habe sie wieder ausgezogen. Na gut. Gut, wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Danke fürs Zusehen und ja, das war schon mal ganz cool. Ich mag dieses Spiel und ich hoffe, ihr mögt es auch. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das sieht so bescheuert aus. Tschüss.